Also das Teil, du kannst mal. Das Teil wiegt um die 400 Kilo, hat einen Radstand von 1,74 Meter und wird praktisch über so eine Art Wagenhebermechanismus abgelassen und aufgebockt. Ich mache jetzt praktisch die, der Ständer ist gleichzeitig die Fußrasten bzw. die Slipritte. Können wir mal hoch, weil wir wollen ja auch ein bisschen Speed haben in der Kurve. Das war's. Das Teil aufstecken, hier wieder rein, damit man ein bisschen Platz hat. Training. Dann drehen wir mal das Gas auf, sozusagen, die Luft rein. Neben den Hebel, nach hinten. Und jetzt hoffen wir mal, dass es losgeht.